Seit 4 Jahrzehnten müssen die Neuffener auf das berüchtigte Bergrennen nach Hülben verzichten. Weil es zu viele Unfälle mit Verletzten gab, wurden die Rennen durch die Landesregierung verboten. Doch am Sonntag schufen die Vereine und die Verwaltung der Stadt eine heiße Rennatmosphäre im Stadtkern. Gut 40 Fahrzeuge, die an den Neuffener Bergrennen von 1950 bis in die 70er Jahre teilnahmen, konnten hautnah erlebt werden. Diese Gelegenheit hatte sich wohl herumgesprochen und Neuffen platzte schier aus allen Nähten. Tausende Besucher kamen in den historischen Gassen der Altstadt auf ihre Kosten. Am Konvoi nahmen viele alte Zeitzeugen teil, die auch bei den Bergrennen dabei waren. Einer von ihnen ist Helmut Hensler. Er erinnert an seine aktive Zeit als Rennpilot. Die letzte Erinnerung an hier Schwäbischer Albbergpreis war 1976 auf dem Jägermeister Scirocco. Das war ein Auto, das was eigentlich für die Tourenwagen-Europameisterschaft geplant war. Aber durch das, dass ich hier in der Nähe wohnte, kam Jägermeister auf mich zu und hat gefragt, ob ich vielleicht ihr Auto hier fahren würde. Und dann habe ich natürlich spontan Ja gesagt. Es war 1980. In der Zeit war ich bei BMW in der Formel 2 Europameisterschaft mit einem Maurer BMW unterwegs. Und im gleichen Jahr habe ich eine Freigabe bekommen, dass ich für VW einen Versuch mache mit dem ARVW, so hat das Auto seinerzeit geheißen, einen Weltrekord zu fahren in Nardo, in Süditalien unten. Und das war mit Keke Rosberg zusammen. Also der Keke ist die 500 Kilometer gefahren und ich habe versucht, den Stundenweltrekord einzustellen. Und beides hat dann funktioniert. Der Keke hat die 500, den Weltrekord gefahren und ich den Stundenweltrekord. Die Freunde des Bergpreises Schwäbische Alb trafen sich bereits am Samstagabend im Rennlager zu Benzingesprächen und um gemeinsame Pläne zu schmieden. Denn sie haben ein Ziel. In naher Zukunft wollen sie während einer historischen Gleichmäßigkeitsfahrt wieder den Berg hinauf nach Hülben fahren. Neuffens Bürgermeister Matthias Becker unterstützt dieses Vorhaben. Dieses Jahr zum ersten Mal der sogenannte Eselhock. Eselhock deshalb, weil die Neuffener gemeinhin als die Esel bezeichnet werden. Das hat die Tradition, die Geschichte zu erzählen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber die Neuffener Vereine haben aus dem bisherigen Winzerfest und dem bisherigen Stadtfest in diesem Jahr jetzt zum ersten Mal den Eselzock kreiert. Das Bergrennen traditioneller Art, wie es vor Jahrzehnten stattgefunden hat, das wird es mit Sicherheit nicht mehr geben. Das gibt es auch in ganz Deutschland nicht mehr. Es gab ja nicht nur hier das Bergrennen. In meiner alten Heimat, ich komme ja aus der Pfalz, dort gab es zur gleichen Zeit auch Bergrennen. Die sind dann irgendwann alle eingestellt worden, als es zu viele Unfälle gab mit tödlichem Ausgang. Nicht von den Fahrern, sondern von Besuchern, von Zuschauern. Unser Ziel ist es auch nicht, das Bergrennen wieder zu beleben als Rennen, sondern vielleicht die Behörden, sprich Landratsamt als zuständige Behörde, Regierungspräsidium als zuständige Behörde, dahin zu bekommen, dass wir eine Gleichmäßigkeitsfahrt mal hochmachen können. Einfach die Hülbener Steige hoch in einer Geschwindigkeit von, was weiß ich, 50, 60 Kilometer hochfahren zum Ziel und dass sich die Leute, die Zuschauer an der Rennstrecke entsprechend aufstellen können. Am Eselzock schlugen nicht nur die Herzen der Rennsportfreunde höher, auch für die Kinder war einiges geboten. Nebst einer gemütlichen Fahrt mit dem Karussell konnten sie die Namensgeber des Neuffener Eselhocks kennenlernen und die Tiere sogar mit Karotten füttern. Wer bei diesem Anblick selbst Appetit bekam, konnte sich an einem der vielen Stände der Vereine mit Schnitzel, Wurst und Getränken eindecken.